Telefonhörer? Die heißt doch Telefonhörer. Ja, aber du liebst ja das Korrekte, nicht? Und korrekterweise heißt also sie nicht Werner, so. Werner, manchmal da klabauterst du dir in deiner Machtfülle als Bescheidwisser sowas zusammen. Wie heißt denn die Serie korrekterweise? Ich sag dir was, wir sagen erstmal Film ab. Ah, das ist immer gut. Ja. Und dann sage ich dir, dass sie korrekterweise heißt von einem abgerissenen Telefonhörer. Ja, und wenn du dir die Titel genau anguckst, ach, nicht, dann... Ach du kleiner Komiker, den kann doch keiner lesen, das ist doch tschechisch. Ich meine ja die Bilder. Die Bilder bebildern ja den Titel, ja? Den Titel von einem abgerissenen Telefonhörer. Und da siehst du es, siehst du? Ja. Nur abgerissen. Ja, das ist aber wahnsinnig kompliziert. Wirklich wahr, ja. Das werde ich mir merken auf alle Fälle. Aber bei alledem hast du weder mir noch den Dienstagsguckern mitgeteilt, wie die heutige Folge denn wohl so heißt, ne? Stimmt, ja, habe ich ganz vergessen. Also Opfer für einen Kameraden heißt sie. Das klingt ja heroisch, klingt ja ganz gewaltig. Spielt da Frau Kadroschna mit? Ja, und wie? Und Jonathan, der Hund? Ja, und wie, du? Na, und wenn Paul und Brigitta aus der Schule kommen, dann springt Jonathan... Ihnen diesmal nicht entgegen. Nicht? Ja, wieso denn das nicht? Ja, das wirst du schon sehen. Pass mal auf. Ui, es geht los. Ich glaube, das werden wir jetzt gleich erfahren. Psst, ui.